Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich freue mich, euch nochmal wieder begrüßen zu dürfen bei Jagged Alliance. Langsam aber sicher nähern wir uns ja auch dem absoluten Endgame von Jagged Alliance und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Schauen wir nochmal aufs Team. Und jetzt habe ich es mehrere Folgen lang angekündigt, seit einigen Sessions angekündigt und angedroht fast. Es wird noch einen Wechsel im Team geben und den werden wir jetzt gemeinsam ausführen. Wir contacten AIM. Und ich denke, wir werden uns dafür entscheiden. Ja, Static ist natürlich auch recht teuer und nicht so gut. Aber wir werden, denke ich, doch Hector feiern, so leid es uns viel tut. Er hat gerade anfangs uns noch sehr, 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 sehr gute Dienste geleistet, hat dann... Ich bin etwas zu spät auf die Idee gekommen, ihn dauerhaft als Training auf, fürs Training auf die Ersatzbank zu setzen. Sonst wäre er jetzt bestimmt noch in der Lage mitzuhalten, aber... Ja, einfach, er ist kein Vergleich mehr zu den drei Kollegen hier und auch kein Vergleich eigentlich mit allem, was wir sonst haben. Jimmy macht immer noch einen guten Job als In-Home-Mechaniker. Die beiden Heiler-Tanten, wenn ich das mal so sagen darf, die funktionieren, machen, müssen ja eh nichts anderes machen als Leute reparieren. Deswegen, tut uns leid, Hector, aber du warst gut beim Team, du hast auch einiges gelernt. Ich hoffe, es war eine erfolgreiche Zeit bei uns. Ja. This okay. I make trouble for you. This okay? Bin mir nicht ganz sicher, ob das eine positive oder negative Nachricht ist. Also this okay heißt ja eigentlich, das ist in Ordnung, aber I make trouble for you heißt, ich mache Ärger für dich. Bin mir nicht ganz sicher, was er damit sagen will. Ja, und jetzt stehen wir immer noch vor der großen Wahl, wen wir anheuern, ob wir Robert James Sullivan mitnehmen, ob wir... Klick, 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 klick. Robert Lynx-Eyed Roberts nehmen. Aber da sage ich schon mal hier an der Stelle, nee, 79 Agility ist mir nicht mehr genug fürs Endgame. Also unter 85 fange ich da nicht mehr an. So sehr mir Marksmanship 99 natürlich zusagt. So, dann hätten wir alternativ noch im Angebot. Da hier Captain Colonel Lionel Kelly. Also gefällt mir schon sehr, sehr von den Werten. Gefällt mir sehr gut. Hat viele geile Stats. 87 Agility. 95 Health ist natürlich geil. Aber Experience Class 4 ist natürlich schade, dass da nicht noch einer mehr geht. Ich meine, selbst Fiedel ist mittlerweile Level 4. Dann hätten wir noch Major Spike Scallion. Der ist Experience Class 5, aber der ist halt eine 69er Agility. Davon abgesehen würde ich ihn sofort mitnehmen, wenn der Wert ein bisschen besser wäre. 70 Health ist auch so, naja... Aber 92 Maximumship ist geil und Experience Class 5 ist auch geil, aber 69 Agility ist mir zu wenig. Nee. Ja, Mike. Ohne Frage ist Mike die Number One. Und die Number One und die Number One und die Number One One. Aber Mike könnte ich mir tatsächlich nur leisten, wenn ich dafür noch jemanden rausschmeißen würde. Also ich würde mir dann überlegen, Static rauszuwerfen. Dann könnte ich mir Mike wahrscheinlich gönnen. Weil ich dann nochmal die 4-7 wieder reinkriege, die Static bringt. Und Static, man muss fairerweise sagen, für das, was er aktuell kostet, ist er an der Grenze dessen, was noch sinnvoll ist. Muss man sagen. Also er ist gut, ohne Frage, und kann auch im Team wirklich gut mitarbeiten, aber ist mit das teuerste Mitglied unseres Teams und das, was er dafür leistet, ja, müsste man mal hin wieder, ne? Ich meine, Mike hätte sogar Mechanical Skills. Also selbst das, was er sonst hier so bringen soll, könnte Mike wunderbar ersetzen. Und ich meine, der kommt mit einer M14, mit einer Beretta, mit komplett ausgestattetem Equipment, also ja. Mike ist halt schon eine Bombe, aber man sieht halt auch, der kostet entsprechend 12.000. 13.900 haben wir nur. Problem ist halt auch, Mike ist halt echt scheiße teuer. Dip, hier selbst Ice ist ja mittlerweile von den Werten, guckt euch das an, ne? Der ist auch mittlerweile echt eine Bombe, also... Zwar nicht so Medical Explosives irgendwas drauf, aber who cares. Ja, und das waren sie, glaube ich, auch schon, oder? Habe ich noch irgendjemanden vergessen in meiner Liste? Hier, da können wir uns mal Static im Vergleich angucken. Der hat halt immer noch 85 Marksmanship, aber geht halt mit 66 Agility deutlich unter. Und das merkt man übrigens auch im Feld. Aber der Rest ist schon okay. Aber er kostet halt 4,7. Wenn wir das mal vergleichen mit einem... Na komm, wo ist er denn? Da mit einem Eis, der kostet 2.900, hat 89er Agility, hat 88er Shooting, also ist in abgesehen von dem Mechanical Skill natürlich, ist einfach in allen Belangen besser als Static und kostet die also zwei Drittel dessen, was Static kostet. Ne? Das ist halt schon
grenzwertig mittlerweile. Aber Static haben wir damals dringend gebraucht. Ach ne, hier, ihn haben wir noch in der Option. 83 Marksmanship ist fast ein bisschen wenig. Hat dafür super viel Health, gute Agility. Ja, könnte man auch machen. Aber nee, irgendwie, nee. Nee. Ja, und dann hätten wir noch ihn hier. 90 Agility, 90 Health, 96 Dexterity, 91 Marksmanship und auch so ganz nette Werte hier und Experience Class 5. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte total Bock, mal Mike mir anzugucken und auch wirklich mal mitzunehmen, weil Mike halt ein echt geiler Dude ist und ich den auch noch nie im Spiel gesehen habe. Aber ich habe echt Sorge, dass wir uns Mike nicht leisten können. Auf Dauer. Ich meine, wir haben 12.000. Wir werden irgendwie mit den neuen Bäumen, die wir jetzt noch bekommen, denke ich, so ein Plus von diesen 7,5 etwa ausgleichen können. Das wird ungefähr so das sein, wo wir hinkommen. Aber da fehlen uns immer noch 5.000, um Mike zu leisten. Und das können wir nicht bringen. Nicht so. Also dafür müsste ich mein Team auseinanderreißen. Und so sehr ich Bock hätte, mir den absoluten High-End-Charakter dieses Spiels anzugucken und wirklich mit Mike auf Tour zu gehen, ich bringe es nicht mehr übers Herz, so ein festes Mitglied mit Static zu feiern. So sehr ich das Gefühl habe, Static ist... ja, er hängt seine Leistung ein bisschen hinterher. Ich bring's nicht übers Herz. Er hat so lange im Team mitgearbeitet, so gut mitgekämpft und es ist halt auch sein Erfolg, dass wir Metavira miterobert haben und deswegen kann ich den... Nee. Deswegen werden wir Robert James Sullivan anheuern. So ist der Deal. Ich lese nochmal vor, was hier sein Text sagt. Robert James Sullivan ist ein sehr angesehenes Mitglied von AIM und ist im Geschäft als ein furchtloser Finisher, Exekutor, wie auch immer, bekannt. Wenn es hart auf hart kommt und die Kehle des Gegners sich zeigt, dann gibt es keinen besseren Mann mit einem Messer in der Hand als diesen Mann Scully. Na gut. Okay. Dann hast du Bock? Sure. Let's go get him. Let's go get him. Auch ein sehr schöner, ich glaube, britischer Akzent. So klang es zumindest. Jipp, wir wollen den Heli bezahlen. Und der wird morgen früh unserem Team dabei beitreten. Sehr schön, dann legen wir uns doch noch mal eine Runde pennen. Brrr. Ein neues Arrival, sehr schön, da freue ich mich. As of this morning, all the processing plants are functioning and fully operational. We can now process the sap from every tree on this island. Mit wie viel Freude er das sagt. From every tree on this island. Sehr schön. Wir haben die letzte Fabrik repariert, das heißt, wir können jetzt alle Bäume besaften. Jawohl. Ups, nein, da wollte ich hin. Habe ich jetzt noch irgendwo was übersehen? Nee, alle Bäume besaftet. Ihr seht, selbst so machen wir jetzt aktuell noch ein Minus von 490, ohne dass wir hier noch mehr Sektoren einnehmen. Und wir müssen noch ein paar Guards wieder einstellen. Hier ist alles am Limit, hier ist auch alles am Limit. Das sollte auch so sein in den äußeren Sektoren um die Insel, falls er irgendwo angreift. Die äußeren Sektoren dahinter müssen nicht ganz am Limit sein, aber den hier will ich aufs Limit bringen. Und den hier einfach, um die Insel mit Wachen fluten zu können, wenn es soweit ist. Wie war das nochmal mit diesem Sektor? Ich glaube, den konnte man von beiden Seiten betreten, oder? Bin mir nicht mehr so ganz sicher. Egal, wir müssen sowieso erstmal zum Team. Und ein bisschen die Taschen füllen und leeren. Du brauchst zum Beispiel kein weiteres Sniper-Scope mit dir rumtragen. Und du brauchst auch diese Muni nicht weiter mit dir rumtragen, denn dafür haben wir Leute. Bei Ice sieht das alles noch ganz nett aus, außer dass der keinen guten Helm hat. Aber ich glaube, da müsste Jimmy ja einen für ihn haben. Bei Fiedel sieht das auch gut aus. Dem könnte man nochmal... einen Clip Muni in die Hand drücken. Ansonsten sieht das bei Fiedel aber auch alles in bester Ordnung aus. Dann haben wir Jimmy. Genau, das Ding legst du schon mal wieder ab. Das Ding legst du auch schon mal wieder ab. Und dann gucken wir gleich mal, was du noch zu tun kriegst. Ob wir das hier so lassen oder ob wir dir noch andere Jobs geben. Gucken wir gleich. Beth, du musst heute mit auf Tour. Denn die gute Fox, der geht's nicht so gut. Die hat ein bisschen... Die ist gerade nicht so... auf dem Stand der Dinge. Die kann das aber Spectra Shield hier lassen. Die kann die Schlüssel dann entsprechend Beth geben. Weiß nicht, ob wir sie noch jemals wieder brauchen werden, aber was man hat, das hat man. Die kannst du eigentlich jetzt auch hier lassen. Ja. Und du hast auch zwei Knarren mit. Ist auch schön. Bestimmt auch total nützlich. Brauchst du auch nicht. So.
Static hat immer noch 1000 Millionen Schlüssel und Sachen und alles. Sieht auch super aus. Und dann gucken wir nochmal Scully. Das ist jetzt eine M16 Rifle. Eine M16. A 20 bullet clip of M16 ammo. Alles klar. Das heißt, wir können endlich unsere M16 Ammo auch verbraten. Zack, zack, zack. Und der hat auch ein Camouflage-Kit. Oh, die könnten wir eigentlich mal benutzen. Zeige ich euch gleich, wie es geht. Ah, der hat aber keinerlei Rüstung an. Das ist gut, dass wir gerade Rüstung wiederbekommen haben. Du kriegst erstmal ein Spectra-Shield. Plupp, 60%. Zack. Ärgerlich, dass wir nur einen Helm jetzt haben. Wir bräuchten dringend noch einen neuen Helm. 75% Rüstung, wenn man einen perfekten Helm und Stings hat. Nicht schlecht. Ja, da ist Eis echt ein bisschen am Arsch. Ah, sie hat auch keinen Helm. Sie hat auch keine Sungoggles. Die Sungoggles kannst du dir geben lassen. Beim Helm müssen wir mal gucken. Gut, dann schauen wir mal kurz auf unseren Reparaturmann. Was repariert der jetzt? Den Helm, den er selber hat. Das macht ja auch Sinn. Dann, hiervon brauchen wir gerade keine mehr reparieren. Das Sniperscope auch nicht. Wie heil ist das hier? Das ist voll heil, das ist gut. Moment, schauen wir mal eben, wer da noch ein... Du könntest zum Beispiel ein besseres Ear-Dings gebrauchen. Alle anderen haben ein besseres Ear-Dings. Und die sind auch noch alle in vernünftigem Shape. Das ist gut. Da müssen wir uns also keine Gedanken drum machen. Dann gehen wir hier mal kurz auf die Haltbarkeit und gucken mal die Waffen durch. Ja, ja, ja. Oh, wir haben auch noch eine Schrotflinte, die wir in Einsatz bringen können. Wie viel Muni haben wir für die? Jetzt mache ich es mir natürlich wieder umständlich, ne? Ja, aber genug Muni. Das heißt, wir können theoretisch auch noch jemandem die Schrotflinte geben. Das machen wir auch. Dann können wir eventuell eine Waffe zur Reparatur geben, die gerade nicht so gut im Zustand ist. Die sind beide gut. Die ist sowieso gut. Die sehen auch beide noch gut aus. Die sieht doch eigentlich auch noch gut aus. Und die sieht auch noch gut aus. Trotzdem würde ich gerne Eis, eine Schrotflinte in die Hand drücken. Ein Paket Munition. Und mich dann ärgern, dass sein Inventar so voll ist und ihm zwei davon wieder wegnehmen. Aber eine Shotgun für Long Range, es macht ja total Sinn, eine Shotgun für Long Range, aber ja, in diesem Spiel ist das tatsächlich so. Kriegen wir schon hin. Du kannst dir diesen Schlüssel nochmal mitnehmen, wer weiß, ob der irgendwo passt. Nimm ihn halt auf Verdacht mal mit. Oh, was wir Scully noch geben müssen. Zack. Ne? Und eine kommende Kantine nehmen wir auch nochmal eine mit. Schadet sicherlich. Und damit haben wir tatsächlich alles ausgerüstet und Jimmy hat tatsächlich mal fast wenig Arbeit. Denn ich wüsste momentan jetzt gerade nicht, was wir unbedingt reparieren müssten. Nice. Haben wir auch nicht oft. Mal eben was überlegen, gerade ganz kurz gucken, sorry. Hoffentlich geht der Helm von Eis nicht ganz kaputt. Wir bräuchten nochmal einen neuen Helm, das wäre schön. Ah ja, genau, Camouflage-Kit wollte ich euch noch zeigen. Benutze ich mal vorrangig für alle, die jetzt in Einsatz gehen. So. 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 Empty. Macht nix. Passt. Haben wir ein Camouflage-Kit aufgebraucht, aber haben wir alle Leute für heute und camouflaged und das können wir morgen nochmal machen. Das macht einfach, dass man weniger gespottet wird. Punkt. Fertig. Ne? Es macht irgendwie Sinn, oder? So, dann starten wir, ich glaube, fast lieber in diesem Sektor, wenn das geht. Bin mir nicht sicher, ob wir von da reinkamen oder ob wir von da nur da reinkamen. Wir starten mal hier, komm. Achso, Entschuldigung, nicht Guard Capacity, sondern Team. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz rein. Wir nehmen wirklich alle mit? Nee, das tun wir nicht. Wir müssen sie mitnehmen. Du bist auf Rest und sollten wir Static sicherheitshalber auch nochmal auf Rest packen? Ja. Dann haben wir auch ein positives Dings, aber wir haben 1, 2, 3, 4 Finisher und einen Arzt mit. Das muss einfach reichen. Da bin ich ganz optimistisch. Und wir bleiben im Plus, das finde ich gut. Und wenn wir hier diese drei Sektoren heute eventuell schaffen, haben wir ja auch nächsten Tag nochmal ein paar mehr Bäume zur Verfügung. Alles klar? Alles klar, los geht's! Die letzten Sektoren, wir nähern uns und ich darf einen neuen Charakter ausprobieren. Ich freue mich so. Ohne Spaß. Das ist ja immer noch das Mitspannendste an diesem Spiel, finde ich, sind die Söldner und ihre Typen, sag ich mal. Ich habe total Angst, dass ich jetzt gleich auf Minen trete. Ich habe total Bock, Sullivan Scully mal auszuprobieren. Ich habe auch immer noch total Lust, Mike mal auszuprobieren. Vielleicht mache ich sogar so, dass ich ein... Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr Bock drauf habt, dass ich ein Special mache, dass ich nachdem das Let's Play vorbei ist... Okay. Moment. Hören wir nochmal, was er so zu sagen hat. Me?
What? Nah, nein. Me? All right. Oi! Oi! Righto! 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 Definitiv, glaube ich, britisch. Auch wenn er so ein bisschen aussieht wie so ein Australian Sunny Boy, auch definitiv britisch. Righto. Ja, ihr könnt mal schreiben. Jetzt habe ich meinen Faden völlig verloren, weil ich Scully so faszinierte. Ich habe mir gerade überlegt, was man ganz cool machen könnte. Ich möchte echt wirklich mir Mike mal eigentlich mal angucken und zumindest mal einmal so im Spiel einsetzen für, weiß ich nicht, muss ja nicht viel können und machen in der Mission. Einfach nur mal haben, seine Sprüche hören, mal gucken, was dann so der beste Charakter des Spiels zu bieten hat. Und ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr Bock habt, dass ich das nicht nur für mich privat mache, sondern dass ich eine Special-Folge nach der letzten Folge raushaue, wo wir mal einen Sektor mit Mike zusammen machen. Mal gucken. So, jetzt aber nicht genug geschnackt, jetzt reden wir nicht mehr von Mike, sondern jetzt lassen wir das Licht auf unseren neuen Star Scully scheinen. Habe ich schon gespeichert? Ich denke schon.